7 Kilometer an einer Straße ohne Licht. Jeder Schritt tut mittlerweile weh. Alter, ist das sick. Langsam wirklich kein Zustand mehr. Alter. So, wir sind jetzt 2 Stunden mit der Bahn nach Lüdenscheid gefahren und jetzt laufen wir das Ganze wieder zurück. Wir brauchen laut Google 13 Stunden in etwa, 12,5. Wir denken, dass wir noch länger brauchen werden. Hier ist die Route. So, unser Marsch hat begonnen. Es ist 9 Uhr. Wir denken, dass das Ganze ungefähr 15 Stunden dauern wird. Es sind 60 Kilometer bis nach Essen zurück. Wir haben noch nie irgendeine Art Wanderung eigentlich so richtig gemacht. Unser Equipment ist auch relativ begrenzt, aber wir haben richtig Bock, hier im Schnee loszulaufen und zu sehen, inwiefern wir da durchhalten, was uns auf dem Weg so passiert und wann wir letztendlich in Essen da sind. Wir haben überhaupt nichts durchgerechnet, aber auf Anhieb würde ich mal sagen, dass wir heute 120.000 Schritte machen. Was meint ihr? Wie viel machen wir? Ihr seht das jetzt in Minute 1. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Schritte auf uns zukommen. So, die ersten 10 Kilometer haben wir geschafft. 11.800 Schritte haben wir absolviert. Und ja, auf der Reise bis hierhin haben wir Pferde getroffen. Digga, das sind keine Pferde, die stehen aus dem Auto. Planänderungen, wir laufen nicht mehr rein jetzt. Ja, was haben wir noch erlebt? Genau, wir haben die erste Hauptstraße, sind wir entlang gelaufen. Das war ein bisschen knapp mit den Autos, aber da müssen wir uns wohl dran gewöhnen. Alter Bär. Als nächstes, was uns auch passiert ist, ist, dass das Navi ein bisschen rumgespackt hat. Ich glaube, da haben wir auch eine kurze Szene für. Wir haben ein folgendes Problem, und zwar dadurch, dass wir nur mit Maps laufen. Und wie man weiß, haben wir in Deutschland eine Menge Funklöcher. Ist das ganz schwierig, uns zu orten. Und zwar laufen wir jetzt gerade laut Navi in die falsche Richtung. Wir hoffen, dass das nicht so ist, wenn nicht, hätten wir nochmal 2-3 Kilometer plus. Ein bisschen lustig wird auch im Umkehrschluss. Und jetzt kurz vor unserem Ziel hier haben wir eine richtig geile Brücke entdeckt über dem Wasser, wo man schön Backflip Pre drauf machen konnte. Den konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und da sind wir wieder zurück. Nach den ersten 10 Kilometer heiße bringen wir ein bisschen Unterhaltung ins Spiel. Ich sag mal, laufen an sich ist natürlich öde. Erste 10 Kilometer heiße waren ein Dropkick. Und dann machen wir die nächsten 10 Kilometer immer so weiter. Irgendwas anderes lassen wir uns immer einfallen für euch. In dem Sinne, let's go. Ja, der erste 10 Kilometer Stand. Ja, ich würde sagen, wir laufen lieber weiter. Ja, sicher! Wir haben es geschafft! 10-Stunden-Marke ist geknackt. Ja, da geht er jetzt schnell voran. 9 Stunden 59 laut Google Maps noch vor uns. Geil. In diesem Sinne würde ich sagen, das wird zelebriert. Dwayne, was sagst du dazu? 9 Stunden 59, olé, olé. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der 20 Kilometer Marke wieder. Bis gleich! Gut, nachdem wir jetzt knapp 2 Kilometer nur noch bergauf gelaufen sind, muss man sagen, sondern die Schweißdrüsen doch auch eine kleine Menge Flüssigkeit in die Kleidung ab. Und ihr habt das Gefühl, ein Kilo mehr zu wiegen. Also angenehm ist es nicht, aber was willst du machen? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid mit Winterkleidung in der Sauna. Ja. So in etwa. Wahrhaftig. Hallo. Moin. Endlich fühlt sich das Ganze auch mal nach Wandern an. Unberührte Natur, unberührter Schnee. Schneeengel! Weiter geht's. Sicher. Unsere Trinkvorräte sind eigentlich langsam im Ende, das ist das, was ich noch habe. Jan hat gar nichts mehr. In dem Sinne, geht's rein in den Aldi. Ich weiß, das ist Hochverrat, aber ein bisschen Schwund. Ich wollte... im Herzen. Kommen, kommen, kommen! Wir folgen heute ganz dem Motto, der Weg ist das Ziel. Folgendes Problem, wir sind gerade aus dem Aldi raus und haben eine endlos lange Straße erblickt.
ist natürlich komplett unser Weg. Und was man auch noch sieht, dass sie komplett berghoch gleich geht, das macht das Ganze ein bisschen erschwerlich, weil man dann so ein richtiges Ziel vor Augen hat und sieht, wo man eigentlich her muss. Aber wir sind noch ganz lange nicht am Ziel. Ich würde sagen, sollten wir uns kein bisschen jetzt drüber aufregen und einfach weitermachen, sonst wird das nichts. Ja, lass mal dran. So, die nächsten 10 Kilometer sind überbrückt. Das heißt, wir haben 20 Kilometer mittlerweile zurückgelegt. Und das Ganze mit 25... Wie viel? Und dafür haben wir 24.500 Schritte gebraucht. Das heißt, wir sind ganz gut unterwegs. Ihr wisst es, nächste 10 Kilometer Marke wurde geknackt. Das heißt, es ist Zeit für den nächsten Stunt. Dive Roll. Keine krasse Dive Roll ist tatsächlich nicht mehr möglich, aber Dive Roll in diesem Sinne, let's go. Oh, aber geil, eingelöst. Komm jetzt wieder zurück. Gut, dann geht es wohl weiter in die nächsten 10 Kilometer, ja, auf zur 30er Marke. Meine körperliche Verfassung ist noch völlig okay. Das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd wird, sind zwei Blasen an meinen Füßen. Einmal links, die ist glaube ich schon auf, und rechts bahnt sich eine Blase an. Deswegen bin ich auf jeden Fall bereit für die nächsten 10 Kilometer. Und ich würde sagen, wir hören mal bei Dwayne rein. So, meine Körperverfassung ist wie folgt. Ich habe zwei Blasen hinten an beiden Fersen. Die gehen mit der Zeit auf. Ich denke, dass wir da früher oder später ein Pflaster draufkleben müssen, weil es nicht ganz anders ist. Muskulär muss ich sagen, geht's noch. Der Hüftbeuger streikt bei mir hier oben so ein bisschen. Aber Bizeps und Quadrizeps femoris, den merkst du nichts an. Das war jetzt so, wie es ist. Gluteus maximus merkst du auch hier hinten so ein bisschen. Medius und Minimus halten sich zurück, aber das bleibt weiter im Auge zu behalten. Wir gucken, wie es sich entwickelt. Habe auf jeden Fall Bock auf die nächsten 10 Kilometer. In dem Sinne würde ich sagen, let's go. Oh. Ein Klassiker. Die ganze Schwarte ausblenden, oder ich mache das. Alter, mehr kann ich nicht sagen, außer Alter. Alter! So langsam wird es lustig hier. Das Endepetal! Das Endepetal! Das Endepetal! Das Endepetal! Endepetal. Wie unschwer zu überhören war, sind wir im Endepetal angekommen. Ja, und seit der Dive Roll sind 3 Kilometer, mehr nicht. Die Wahrnehmung, ja, die wird tatsächlich anders. Es wird tatsächlich schleppender. Und ja, gut. Er zieht sich. Digga, hier gibt es Wildtiere. Ja, ich hab 2 da oben. So. Ich bin ja generell nicht gläubig, ne? Aber wenn wir den Berg da jetzt noch hochkommen, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, aber wenn wir den hochkommen, dann gelobe ich feierlich. Ich glaube daran, dass Moses 50 Jahre durch die Wüste marschiert ist. Ich glaube dann, dass das möglich ist. Wenn wir den Berg schaffen, wenn wir das nicht schaffen, ist die Bibel eine freie Erfindung. Und Corona gibt's nicht. Ja, aber jetzt müssen wir das schaffen, um diese Aussagen gerade zu biegen. Also Steinbruch, es ist wunderschön. Rechtes und linkes Eis geplatzt. Ja, mal ein bisschen Abwechslung hier. Sind wir sogar ein paar Extrameter für gegangen. Und zwar spektakuläre Extrameter von... Lasse 30 sein. So, die nächsten 10 Kilometer sind um. Das heißt, es sind mittlerweile 30. 30 müssen wir noch. Hälfte ist geschafft und 37.700 Schritte haben wir hinter uns gelegt. Wir befinden uns gerade in Gevelsberg und ich würde sagen, es ist Zeit für den nächsten 10er-Stand. Klassische 10er-Stand. In diesem Sinne, was haben wir im Petto?
Böller und eine Puppe-Herze. In diesem Sinne würde ich sagen, geht's rein in den Stand. Hast dich verbrannt, ey. Ja, sicher. Hoffentlich passiert mir das nicht. Alter Bär! Ich würde sagen, die nächsten 10 werden gesprintet, Junge! In diesem Sinne, raus aus Gebelsberg! Da krieg auch ich mal wieder Lust, eine Runde zu sprinten. Das ist eine Neuheit am heutigen Tag. Servus. Körperliche Verfassung, kurzes Update. Muskulär geht's tatsächlich immer noch, da wir Vollidioten die Blasen aber nicht getaped haben am Fuß, also nicht abgeklebt haben. Und das brennt wie Feuer. Körperlich geht's noch, also mal gucken, was die nächsten 10 so für uns bereithalten. Jo. Körperliche Verfassung bei mir tatsächlich jetzt gerade auch ziemlich gut. Zwischenzeitlich war mental eine kleine Blockade da, weil ich nicht mehr so viel Bock hatte und meine Stimmung irgendwie nicht mehr so gut war. Aber nach dem Stunt gerade habe ich eigentlich richtig Bock auf die nächsten 10. In diesem Sinne, let's go. Okay, das war ein Fail, aber trotzdem let's go, oder? Aber Schwanz zu... Ah ne, ist YouTube, fuck. Okay, komm. So Leute, wir befinden uns wieder auf einer Hauptstraße. Ja, also wir stoßen auf in eine neue spannende Phase, glaube ich. Dadurch wird es auch kälter, aber wir haben ja noch ein paar Berge nach oben, wo dann einem auch immer sehr, sehr warm wird. Deswegen hoffen wir einfach, dass noch ein paar Berge nach oben kommen, oder? Ja, 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 ja! Berge! 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 Halt die Fresse, du! Ey, das kann man doch jetzt nicht nehmen. Ja, zensier das eben. Das gibt ein Pieps-Massaker. Moin! Wir laufen jetzt seit 7 Kilometern an der Straße ohne Licht. Bundesstraße, Junge! An der Bundesstraße! Das ist so scheiße, ne? Und jetzt geht es komplett so voran hier. Das geht doch mal gar nicht, ey. Sollen wir echt weiter? Oder was hältst du zum Schlafen hier? Das ist eigentlich echt so geil hier zum Pennen, aber komm jetzt, Alter. Ja, komm, wir ziehen das durch. Let's go! Oh, ne. Ich krieg das alles ins Gesicht, du dreckiger Hund, du. Mittlerweile haben wir die heiligen 40 Kilometer geknackt, das heißt, wir haben nur noch 20 vor der Brust. 50.788 Schritte haben wir absolviert und in dem Moment, wo ich drauf geguckt habe, habe ich eine Nachricht von meinem Vater gekriegt, haltet durch, 10 Ausrufezeichen. Genau das ist unser Motto, es wird verdammt hart gerade, es macht nicht mehr viel Spaß, die Beine werden schwer, die Füße tun sehr weh, aber wir haben das Ziel vor Augen. Und wir möchten euren Stunt natürlich nicht vorenthalten, deswegen ja, haben wir hier so eine Flüssigkeit und versuchen damit mal Feuer zu spucken. Es ist Feuerspuckmaterial. Keine Sorge, wir sind Profis, wir haben das noch nie gemacht. Stunt. Ja. Alter Bär, das war sowas von sick, Alter. Alter Nats. Digga, das ist mein absolutes neues Lieblingsspielzeug. Digga, das ist ja richtig geil, Alter. Ich hab so Bock auf die nächsten 20 jetzt, das ist ja Wahnsinn. Junge, war das sick. So, nach 40 Kilometern, meine Beine, wie erwähnt, sehr schlapp, Füße tun tatsächlich ziemlich weh. Es ist jetzt dunkel, was das Laufen tatsächlich nicht angenehmer macht. Und es regnet leicht, aber das hält sich noch im Rahmen, das ist okay. Jetzt sind es nur noch 20 Kilometer, wir packen das, Alter. Muskulär muss ich sagen, es geht noch, aber es macht sich bemerkbar auch wirklich. Also der Hüftbeuger, das sage ich euch, der haut jetzt hardcore rein. Aber jetzt mal zu den wichtigen Themen zurück hier. Und zwar muss ich einfach sagen, dass die Nummer echt leicht überschätzt worden ist von uns eigentlich. Wir haben uns die 60 Kilometer sehr viel leichter vorgestellt, als sie eigentlich sind. Aber wir schaffen das und wenn wir das geschafft haben, dann kann uns das auch keiner mehr nehmen. Deswegen, wir haben das Ziel vor Augen und wenn wir dann ankommen, da glaubt er nicht, da wird ein Fest gefeiert, da gibt es einen finalen Stunt. Das sage ich euch so, wie das. Wir haben gerade Lichter gesehen, waren voller Hoffnung, dass wir endlich mal wieder in eine Ortschaft kommen. Aber es scheint, als geht es doch weiter auf der Landstraße. Mittlerweile seit 10 Kilometern gehen wir
ja, am Rand einer Land- bzw. Bundesstraße, entweder neben der Leitplanke oder ja, innen von der Leitplanke, das heißt Nähe der Straße. Wir wünschen uns neben einem Supermarkt, um uns mal endlich wieder was zu trinken zu holen, sehr doll mal wieder einen ruhigeren Weg zum Laufen, weil ja, das strapaziert doch schon sehr. Aber was noch mehr strapaziert, ist, dass wir seit einer Ewigkeit nichts mehr getrunken haben. Das ist nicht gut, aber da müssen wir jetzt durch. In diesem Sinne schauen wir mal, wie es weitergeht und ob wir gleich was finden. Wir haben einen Imbiss gefunden und haben endlich wieder was zu trinken. Ja, sicher. Auf weitere 17 Kilometer. Auf weitere 17. Geil. Wir haben scheinbar in 650 Metern die Bundesstraße verlassen. Und das ist ein Ansporn, jetzt Vollgas zu geben. Ja. Uhr hat gerade gesagt, nur 3 Stunden 30, ein Fest. Wir haben jetzt endlich die Bundesstraße hinter uns gelassen. Und ich sage euch so, wie es ist, ihr ändert trotzdem nichts. Es ist genauso anstrengend wie vorher. Und ich muss sagen, ich finde das so geil, dass wir von dieser Straße weg sind, ne? Alter Bär, ey. Für mich kann das Marschieren weitergehen. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ja, 900 Meter müssen wir jetzt noch bergauf laufen. Ich kann mir überhaupt nichts Geileres gerade vorstellen. Salam alaikum, Freunde. Wir befinden uns in Hattingen Mitte. Das Schlimmste daran ist, wir kennen den Weg nach Hause grob und wissen, wie unfassbar weit das noch ist. Komm, ich zeige euch die Bahn. Das wollt ihr lieber sehen. Geile Bahn, ey. Boah, ey, das ist so eine geile Bahn. Und die Kräfte sind wirklich am Ende. Langsam ist nochmal gut, ey. Echt, ey. Wir haben uns jetzt für das Joggen entschieden, weil das ein bisschen andere Beanspruchung für die Muskeln ist. Das tut mal ganz gut. So, beim nächsten Zwischenstand angekommen. Wir müssen noch 8,6 Kilometer laufen. Das Ganze beläuft sich auf 1 Stunde und 48 Minuten noch. Also ich weiß nicht, ob ihr das so geil findet wie wir, aber wir finden das persönlich richtig geil. 66.170 Schritte haben wir hinter uns und jeder Schritt tut mittlerweile weh. Es ist echt hardcore. Das Sitzen gerade, wir haben die ganze Zeit probiert zu vermeiden, zu sitzen. Jetzt gerade sitzen, das fühlt sich so geil an, aber daran zu denken, dass wir aufstehen müssen und nochmal 1,75 Stunden weiter. Boah, nee. Es gibt kein Pardon, wir müssen da jetzt durch und natürlich schulden wir euch auch noch einen kleinen Stunt. Der fällt allerdings sehr viel kleiner aus als gedacht. Dann würde ich sagen, rein in den Stunt, oder? Los die wilde Fahrt, oder? Wo ist Dwayne? Da drüben. Ja, ja. Sorry, Alter. War nie extra, verstehst du? Wir laufen weiter, das Ding kommt in den Müll. Tschö. Oh. Wir haben keinen Bord mehr, es ist dunkel, wir machen Tag. Alter, wer, ey? Junge. Alter, ist das zick. Boah, da wirst du, das ist ja wie Disco, ist das. Das kann ich gar nicht gebrauchen, gerade das Flackern. Also, das ist ein Stimmungsmacher. Also, ich bin wieder motiviert, das ist ja sofort von geil wie Disco. Klassischer Samstagabend halt. Es ist jetzt so gekommen, dass wir wieder in Essen sind und wir die Ecken hier in- und auswendig kennen. Genau wissen, wie weit es noch ist. Wir sind hier gerade in der Hut von Etienne. Es sind halt noch 1,5 Stunden und wir kennen jeden Zentimeter Weg ab jetzt. Aber gut, auch das müssen wir jetzt schaffen. Ja, das ist der Bus, der zu mir nach Hause fahren würde. Aber wir geben uns nicht die Blöße. Wir sind jetzt hier in Steele und da dürfen jetzt noch so 4,6 Kilometer werden. Die Füße tun weh, jeder Schritt ist, als würdest du auf einem Nagelbrett laufen, was kohlenheiß ist. Jo. Das ist die Hölle gerade. Ob wir einen Abschluss dann schaffen oder nicht, wird sich gleich zeigen, aber wir lassen uns irgendwas einfallen. Das ist hardcore gerade hier. Das ist Stunt genug, gerade noch weiter zu laufen. Komm, joggen. Meter, Meter, Meter. Das ist alles, was wir machen wollen jetzt. Wir wollen einfach nur noch zu Hause ankommen. Und es macht keinen Unterschied mehr von den Schmerzen. Es tut so oder so einfach nur weh. Und ob wir jetzt joggen, schnell gehen oder was auch immer. Hauptsache, wir kommen jetzt gleich zu Hause an. Das ist langsam wirklich kein Zustand mehr.
Drei? Ja. Ich dachte, es safe nur noch einer oder so, ne? Genau, Dwayne's Hut hier, 3 Kilometer sind es wohl noch. Unter den Füßen, das brennt wie Feuer, klar, die Laune, die, ich sag mal, die ist natürlich immer noch, irgendwo ist sie ja auch gut, macht ja auch Spaß jetzt noch da durchzuquälen. Schmerzen sind ja auch lustig, aber es reicht. Die Ampel da hinten, da wo das Auto jetzt ist, da müssen wir noch einmal links 10 Meter gehen, dann haben wir es geschafft. Puh, geil. Die Ampel rückt immer näher, es sind noch 100 Meter. Dwayne, gib der Kamera ein Lächeln. Komplett unterschätzt, komplett in die Qual gelaufen. Aber wir haben es geschafft und es ist wirklich einfach nur geil. Wir haben es geschafft, Alter. Alter Lachs, ey. Yes! Boah, Alter. Ja, geschafft. Corona mit dem Lidl-Merch. Alter. Boah, guck, ey. Geiles Bild. Und eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist, warum wir das eigentlich gemacht haben. Wir haben überlegt, was wir machen. Da meinte einer von uns, lass laufen. Da meinte ich auf jeden Fall Lüdenscheid. Da meinte Jan, ja, okay, lass Lüdenscheid. Und deswegen sind wir jetzt gelaufen. Wir sind einfach gelaufen, weil wir das lustig fanden. Und wir können jetzt sagen, wir sind schon mal 60 Kilometer gelaufen. Kann auch nicht jeder. Ich würde sagen, wir zeigen euch noch einmal, wie viele Schritte wir jetzt letztendlich gegangen sind. Deutlich weniger als am Anfang geschätzt. 77.000. 436 Schritte an einem Tag. 77.747 Blasen am Sack, ey. Ziemlich sicke Erfahrung. Brauchen wir, glaube ich, beide so schnell nicht wieder. Nee. Und wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder bei einem Parcours-Vlog oder was auch immer. In diesem Sinne, schön mit Effi Wanderung. Okay, wir sind doch noch nicht fertig mit dem Vlog. Ja, zur Abkühlung geht's nochmal eine Runde mit allem an. Rein ins kühle Nass, ja sicher. Also das ist ein Bild für die Ewigkeit, wie hier 4 nackte Männer in See beim Schnee latschen. Also 3 Mann im Wasser und noch einer. Ja sicher. Ist kalt, hättest du mal das vorher sagen können. Und er macht auf ganz entspannt. Dwayne, dann gib uns doch mal eben eine kurze Ankündigung oder Verabschiedung. Jetzt kommt es bitterlich kalt ins Auto hinein, meine Freunde. Und damit faden wir aus. Okay, komm, ich lese euch doch noch ein Gedicht vor, damit ihr eure nächtliche Übersteuerung mit dem Fett nehmen könnt, damit eure Ohren, Augen und Sehnagel ein beruhigtes Büro oder der Außerirdischen flitzen können, wie die Kapitän 1,80 Baden Geldnummer in den Zeiten der Mädchen und Karabinerhaken, welche Oma Peter und Opa Henriette zu goldenen Hochzeit der Erdmännchenversammlung im Dschungel Ghanas feierlich überreichte, damit er kein schlechtes Gewissen der oberschädlichen Handwerker Gemeinde verschaffen musste, weil das will ja auch keinen Tiger im Zoo des Tektaranischen Gemeinde Hannovers. Das war nur ein Pech, Junge!